Mein Name ist Risotto Groupon. Ich bin der stellvertretende Manager dieses Restaurants. Gut, haben Sie Beschwerdebögen? Ich hätte da so einiges anzumerken. Mein Königreich wurde mir gewaltsam geraubt. Und die Waffen und Technologien dafür kamen von Ihrem Schwiegervater. Hey, mein Königreich hat er mir auch geraubt, Mann. Er hat mir mein Zuhause genommen und meine Familie auch. Dann sind wir Brüder. Du fragst dich sicher oft, wie dein Leben ohne Rick gewesen wäre. Na sicher, klar. Aber ich frag mich auch, wie es wäre, wenn ich eine Vagina hätte. Willst du mir ihn zu töten? Was? Nein, er ist der Vater meiner Frau. Themawechsel. Magst du gerne Achterbahn fahren, Jerry? Das nenne ich mal einen Themawechsel. Es gibt hier eine sehr beliebte Attraktion, den Whirly Dirly. Zwischen dem ersten Whirly und dem dritten Dirly verlässt die Bahn kurz das Unsterblichkeitsfeld. Was? Ich soll Rick in den Tod locken? Ist es das, was du willst? Ich will nur, dass du mit Rick in die Bahn einsteigst und dann ohne Rick wieder aussteigst, zu deiner Familie zurückkehrst, wo du dann wieder über deine Vagina nachdenken kannst. Moment, das war nur ein spontanes Beispiel. Das soll nicht heißen, dass ich für euch jetzt nur noch der Vagina-Typ bin. Risotto, wir brauchen dich. Ein Gast hat eben das Nasi-Gasi-Flasi-Spezial bestellt. Ach, nicht schon wieder. Hör zu, ich bin nicht wie Rick. Du kannst selbst entscheiden, was du willst. Im Leben eines jeden Mannes kommt der Punkt, an dem er sich entscheiden muss, auf welcher Basis er sein Erbe aufbauen will. Auf Kompromissen oder auf Blut. Ah.